Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute haben wir hier einen zerlegten, für euch mal zerlegt, ASW 300 von Bowers & Wilkins. Das ist quasi die Bassreflex-Version des ASW 608, den kleinen geschlossenen von Bowers & Wilkins. Der hat so Baujahr 2003 bis 2005 gehabt, dieses Modell. Das ist ein Bassreflex-Subwoofer, der relativ sauber Tiefbass erzeugt, 23 Hertz minus 6 dB sollen kommen, also 27 Hertz bei minus 3, das ist schon ordentlich. Mir gefällt dieses kleine Gerät sehr, auch gerade auch für Musik. Es hat auf jeden Fall ein bisschen, nur ein bisschen nicht, aber es ist ungefähr pegelmäßig von dem, was man an der Kleidung spürt und was man so im Raum spürt, an, sagen wir mal, Körperschall, so wie so ein ASW 675, ASW 700 oder der ASW 610 XP oder der ASW 10 CM, also wie ein 25er geschlossen, klingt dieser von der Kraft wie so ein 25er geschlossen, klingt dieser kleine 20er, so ein 20er 8 Zoll Bassreflex-Abrufer. Den gucken wir uns heute mal an, wie er aufgebaut ist. Fangen wir an beim Gitter. Das Gitter ist ein Stoffgitter, ja, also was heißt Stoffgitter, das ist, hat vorne einen Stoffbezug drauf und ja, hier ist der Woofer nicht wirklich geschützt, ne? Also hier kann man einfach frei durch, es ist auch eine relativ dünnstegig das Ganze, wenn man das hier sieht, das ist wirklich nicht viel, das sind ungefähr 2 mm, 2,5 mm Material. Die Pinne hier, die man hier hat, sind jetzt auch nicht so die Welt. Mal ein bisschen Licht dazu, etwas besseres Licht. Gucken wir uns das noch mal im besseren Licht an. Das ist jetzt nicht die Welt. Das sind aber Standardpinne, die kriegt man auch von Monacore zum Beispiel. Da kann man die sich auch einkaufen. Sind ist dieselbe Größe, habe ich schon ausprobiert. Ich hatte auch welche da gehabt. Und die kann man hier drehen, dann kann man die auch wieder rausnehmen. Dann haben wir halt das Logo vorne drauf, B&W. Ja, das ist auch Kunststoff, ein bisschen Chrom dran. Ansonsten, das Gitter ist sehr dünn, also es hat höchstens, oh, was hat das, 1,5 cm, mehr ist das gar nicht. Und dann die Pinne dazu, passt ganz gut da rein, sitzt sehr schön fest, fällt auch nach Jahren nicht raus, das Gerät, naja, wenn es 2003er Baujahr ist, können wir rechnen, wir haben jetzt 22, ne? Also es ist schon ein ganzes Stück alt, 19 Jahre. So, hier haben wir Gumminoppen drin, also die Stöpsel sind aus Gummi, ne? Hier kann man... Das ist schöner Gummi, also auch alterungsbeständig, nicht wie bei den alten 675 oder 700er oder 800er Serie, wo diese Pinne nach einigen Jahren dann ausgelüttelt waren und das Gitter abfiel. Und es gibt auch diese Pinne nicht mehr, also diese Muffen gibt es auch nicht mehr als Ersatz. Diese Gummidinger, die nuddeln nicht aus, die sind wunderbar. Ja, Füße, das sind so Hartplastik. Also das ist, gucken dann gleich mal rein. Das ist ein Hartplastik hier. Ja, doll sind sie nicht, die Füße. Kann man auch abschrauben. Also sind nicht geschraubt, sind geklebt. Gucken wir gleich rein, sehen wir gleich. Ja, der Ausschnitt vom Bassreflex, vom Chassis hier, von dem Bassreflex-Gehäuse, ist auch überall, wir sehen es vielleicht hinten, überall mit den Einschraubmuttern, also das sind wirklich, die sind irgendwie gepresstes Aluminium. Nachteil bei diesen Aluminiumdingern ist, wenn man das, die Schraube zu fest anzieht, macht man das Aluminiumgewinde darin kaputt, weil die Schraube ist aus Stahl und diese Muttern da, die Einschraubmuttern, sind leider aus Aluminium. Und so kann man schnell das Gewinde kaputt machen. Ja, gucken wir mal rein, hier ist rein von der Aussteifung nichts drin. Na, da oben sehen wir die Füße. Das Rohr hatte ein bisschen, ist ein bisschen gekleckert worden. Mit dem Heißkleber hätte man auch draußen zusammenbauen können, denn das Rohr kann man wunderbar rausnehmen. Also hier ist nichts groß ausgesteift in dem Gehäuse. Wir haben hier nur ein bisschen Klebstoff drin. Drehen es gleich mal rum. Ja, das Bassreflexrohr, das hat eine Länge von 22,5 habe ich gemessen und hat einen Durchmesser von 5 cm. Also das Rohrdurchmesser ist hier 5 cm, also relativ kleines Rohr, aber hat hier so einen, sagen wir mal, so einen Golfball,
Design, was für die Strömung optimal sein soll. Wir drehen es mal rum. Gucken mal durchs Verstärkermodul rein. Das Verstärkermodul hinten, es hat auch einen feinen Ausschnitt. Hat hier in den Ecken, das ist auch nicht schlecht gemacht, damit es nicht zu Spannungen kommt, hat das überall in den Ecken diese Fräsungen drin, diese Rundbohrungen drin. Das Modul ist sauber versenkt. Wir haben hier 19 mm MDF, das gesamte Gehäuse ist 19 mm. Hier sehen wir auch überall diese schönen Muttern, die da drin sind. Und auch vorne beim Chassis sind genau dieselben. Es ist immer dieselbe Schraube verwendet worden. Gucken wir mal vorne drauf. Auch hier ja, steht eine 5 drin. Ist nichts weltbewegendes, keine Aussteifung, keine Ecken, nichts eingeklebt. Braucht das Gehäuse auch gar nicht, weil bei Bassreflex haben wir den Vorteil, dass der Druck im Gehäuse ja durchs Rohr rausgeht. Ja, deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn da keine Aussteifung drin ist. Und das Gehäuse ist so kompakt mit Kantenmaß von 33 cm auf allen Seiten, dass man problemlos auf die Aufstaffung verzichten kann. So, Bassreflexrohr nehmen wir mal raus. Das ist hier nur reingeklipst. Ne? Also, ich leg's mal um. Na, das sieht man halt dann hier. Das ist wirklich nur hier reingesteckt. Ja, sieht man es auch an der Seite. Es ist nur reingesteckt. Wir nehmen es mal raus. Muss ein bisschen. Zack. Schon ist das Rohr raus. Also ist auch kein großes Problem, dieses Rohr mal rauszunehmen. Wenn man das Ding mal lackieren will, zum Beispiel, weiß es ja so eine Farbe, die in ist. Also das kann man, das hätten sie auch schöner kleben können, aber naja, hatten wahrscheinlich keine Zeit. Aber wenn man da so mal reinguckt, innen haben sie natürlich auch dieses schöne Golfball-Design dran. Und dann haben wir hier das Rohr. Das war's, mehr ist da nicht. Das ist wirklich nur reingeklebt gewesen. Hier haben sie es, wenn man es geklebt nennen soll, das kann man auch abkratzen. Und eigentlich kann man das auch normalerweise nur reinklemmen, wie es bei vielen Bassreflexrohren von dem Zeitalter damals war. Da haben wir einen Hersteller draufstehen. ASW 300 steht hier. Mal lesen. Mach scharf. ASW 300 Port Tube. Kann ich hier lesen. Vorne Bestellnummer. Was haben wir da? 2683. 27, so 68327 Hips. Okay. Ja, Füße hat man gesagt, wollten wir auch noch mal drauf gucken. Die Füße, also hier haben sie rumgekleckert mit dem Klebstoff, das ist schon nicht mehr schön. Die Füße sind eigentlich nur so eingeklebt. Normalerweise ist dieser Kleber nicht drauf. Wer hat den hier rumgesaut? Da sieht man, das ist schwarz von den Füßen noch. Also sind nur reingesteckt und von innen sind die sozusagen ein bisschen angeklebt, aber wirklich nicht viel. Die kann man normalerweise rausnehmen und könnte jetzt auch Einschraubmuttern reinmachen und dann den ganz normalen Soundpassfuß anschrauben. Oder man braucht ja diese 5 cm oder 4 cm, weil das jetzt hier ist, das sind glaube ich 4 cm, um das Bassreflexrohr letztendlich dann auch, na, das ist ja hier geklebt, damit das Bassreflexrohr quasi auch atmen kann, braucht es halt ein bisschen Abstand zum Fußboden. Okay. Was ist noch drin gewesen in dem Gehäuse? Drin waren hier drei. Ich habe hier drei diese Sono-Füllmatten. Die waren drin. Die waren so reingelegt. Eins. Eine Matte, die hat hier so eine Länge. Was haben wir jetzt hier? Mal von hier hier runter, so einen Meter, ich hätte jetzt einen Meter gesagt, ist es eine Matte, eine zweite Matte und eine dritte Matte. Drei Matten, üblich sind eigentlich zwei, ich hatte schon zwei von diesen ASW 300 hier gehabt. Üblich sind zwei, ich hatte, die anderen hatten nur zwei, der hat jetzt drei, naja, waren sie spendabel. Keine Ahnung, ist auch nicht schlimm. Kriegt man da alles rein, ist dann fast voll gedämpft, ne? Nur man muss halt aufpassen, dass zwischen dem Lautsprecher und dem Bassreflexrohr in Luft übrig bleibt. Also dass man diesen Luftstrom vom Chassis nicht
abdämpft. Also zwischen Chassis und Rohr muss quasi ein Blickfeld frei bleiben. Ich nenne es mal so, damit die Luft frei rausströmen kann. Sonst wird es dann eine Art geschlossenes Gehäuse. Das habe ich auch mal nachgemessen. Da können wir dann noch mal, wenn ich das Gehäuse nochmal messe, kann ich das nochmal vergleichen. Wenn ich das Rohr bedämpfe, ist das, als würde ich eine Socke reinlegen. Also das muss immer frei mit den, das Rohr muss frei bleiben, damit das auch sauber arbeiten kann. Nach dem physikalischen Prinzip. So, dann haben wir hier diese Schrauben. Die sind alle gleich. Das sind, ja, was soll das sein? Das ist auf jeden Fall eine Inbusschraube. Steht da was drauf. Ja, die Festigkeit steht drauf. Ansonsten steht da nichts weiter drauf. Ganz normale Schraube, was hat sie für eine Länge? 3 cm hätte ich jetzt gesagt. Durchmesser war, glaube ich, eine M4. Ja, es war eine M4. Und damit ist zum Beispiel auch dieser Ring hier befestigt. Ja, damit wird auch dieser Lautsprecherring befestigt, der hier oben ums Chassis rumliegt. Von außen. Na, hat man vielleicht schon mal gesehen. Zack, rutscht rein. Und damit wird das Chassis befestigt und der Lautsprecher und auch das Aktivmodul. So, schauen wir uns nochmal das Chassis an. Also das Chassis ist quasi nicht schlecht. Es ist das gleiche Chassis meines Erachtens wie am ASW 608. Also von den Abmessungen her, wenn ich hier Maße nehme, ob ich die Sickenbreite nehme oder den Widerstand messe, es ist eigentlich fast alles gleich. Er hat einen sehr guten Doppelmagnet. Ne? Also das ist schon mal für einen 20er top. 8 mm, nee, das ist ein 9 mm vordere Polplatte, dann 1,5er Magnet und nochmal ein 1,5er, also hat ein 3 cm Magnetfeld, permanent Magnetfeld. Und hinten hat er nochmal eine 5 mm Polplatte und nochmal eine 9, 11 mm, das ist eine 11 mm Tiefziehung. So wie hier unten. Hier unten haben wir dann nochmal eine Polkernbohrung. Und da steht doch das Datum, ich drehe ihn noch um. Nicht so nahe gehen, dann geht die Kamera wieder aus, hat man letztens schon. Und da steht dann auch das Alter drauf. Halten wir es mal ins Licht. Der ist von 03/23, also 2003, 23 Kalenderwoche mit der Typenbezeichnung und Made in Taiwan. Also da hat B&W noch in Taiwan hergestellt, nicht in China. Also das ist noch ein richtiger, schöner, kleiner Woofer. Der hat eine 38er Schwingspule. Mal ans Licht halten. Hier so, mal ein Licht ein bisschen reinkriegen. Er hat eine 38er Schwingspule, die ist auch noch schön kupferfarben. Dann haben wir hier oben eine normale Zentrierung an. Wir sehen auch hier, dass hier die, mal ein bisschen Licht dazu holen, dass hier die belüftet ist. Na, wir haben hier hinten die Staubschutzkappe belüftet. Ansonsten sieht er super verklebt aus. Also hier ist schon tipptopp, muss man echt sagen. Die Zentrierspinne ist tipptopp verklebt. Wenn man sich die Sicke mal anguckt, ist auch tipptopp verklebt hier unten. Und hier oben, Dichtung ist auch drunter. Und hier unten, hier oben haben wir dann auch, der Rand ist sehr verklebt. Und auch hier innen, die Sicke, die Gummisicke ist super verklebt. Also der geht nicht kaputt. Einzige, was er hat, vielleicht kann man es sehen, mal hier gucken. Wenn ich den, ne, der ist schon, also für den 20er, beim 25er sieht man es, der beult. Bei einer 25er Membran, die der ASW 610 zum Beispiel hat, wenn ich jetzt mit dem Finger hier auf diesen Punkt drücke von unten, dann sieht man, wie der ausbeult nach oben. Also die Membran vom 610 ist ein bisschen instabil, aber hier bei einem 20er ist die schön. Natürlich alles Pappe mit Kevlar und eine schöne Butylgummisicke. Tipptopp. Also zum Chassis kannst du nichts, da kannst du nicht wirklich viel besser machen, außer hier. Was man besser machen sollte, ist auf jeden Fall der Anschluss. Denn der ist mir auch schon mal bei einem anderen Chassis abgebrochen. Den musste man dann löten. Geht aber alles. Und die Litzen sind so lang, dass das Chassis problemlos einen riesigen Hub macht. Der hat hier, ich glaube, man hat einen X-Max von 10 mm. Also das ist für einen 20er schon Bombe. So, gucken wir noch zu dem Verstärkermodul.
haben wir hier, habe ich für euch mal abgemacht. Normalerweise ist ja dieser tolle Kasten dran. Normalerweise haben wir ja diese Abdeckung da drüber. Mit dem, da siehst du an sich quasi gar nichts. So, da siehst du quasi gar nichts außer diesem schwarzen Kasten. Okay, ich habe gesagt, wir machen das mal ab. Hier sieht man in dem schwarzen Kasten, hier ist eine Dichtung drumherum. So eine Klebedichtung. Oh, hier, ne? Kann man es vielleicht erkennen. Hier ist so eine komische Dichtung dran. Okay, geht noch ein bisschen. Und dann haben sie hier das Lautsprecherkabel hier durchgenommen und von innen auch abgedichtet. Also das muss ja quasi dicht sein, weil der ja hier hinten eingebaut ist. Ist zwar kein geschlossener, aber ist nicht schlimm. Okay. Ja, normale Lautsprecheranschlüsse. Plus, minus. Ein breiter für plus. Und ein schmaler für minus. Normal. Also nichts Doppeltes. Ja, was haben wir jetzt hier im Aktivmodul? Wie sieht es da aus? Wir haben hier unten den Eingang. Und da ist auch eine kleine Sicherung hinten dahinter dran. Dann haben wir hier den Standby-Schalter mit drin, also den On-Off-Schalter, so rum. Haben dann hier ein normales, stinknormales Netzteil, wie es in jedem elektrischen Gerät ist, also kein Ringkern Trafo. Das ist aber wobei, das ist vollkommen egal, die sind etwas günstiger, die Trafos, aber tun genauso ihr gleiches Werk wie auch ein Ringkern Trafo, also das ist quasi wurscht. Bei dem Verstärker, was mir aufgefallen ist, wir haben direkt hier die Sicherungen drin. Also hier sind zwei Fadensicherungen. Wenn man sie kennt. Hier ist eine, da ist eine Fadensicherung. Nicht mehr scharf stellen hier. Mich ärgern. Okay. Ja, dann haben wir hier oben den Vorverstärkerbereich. Ups, das ist der hier oben. Das ist schwer durch den Ringkern drauf. Das ist der Kollege hier. Da haben wir die zwei Elkos Elektrolytkondensatoren. Hochpass, weil wir können ja hier auch, wir haben Lautsprechereingänge, ne, Speaker Inputs. Und wir haben dann hier unten noch die Outputs. Also hier oben gehst du rein mit deinem Verstärker, wenn du keine Cinch-Eingänge nutzen willst. Und kannst du hier unten noch direkt durchschleifen und wieder rausgehen. Dann hast du einen Hochpass bei minus 6 dB von 80 Hertz. Hat ja, haben relativ viele, ich glaube Nuwatts, die bei den Nuwatts Abrufern, da ist es auch mit dabei gewesen. Ja, dann hast du hier, das sind die normalen, die kleinen Schalterchen, die es so gibt. Phase, On-Off, Automode, Equalizer AB, dann hier die Einstellung für den Lowpassfilter und die Lautstärke. Hier hast du den Line-In, Line-Out und Link-Out. Beim Line-Out wird da genauso gefiltert, glaube ich, wie mit den Hochpegel-Eingängen. Also du kannst das auch über den Line-Out quasi jetzt noch die Hoch- und Mitteltöner, also alles, was oberhalb von 80 Hertz ist, quasi rausfiltern. Und beim Link-Out ist quasi der Ausgang ungefiltert. Da kannst du einen zweiten Subwoofer anschließen. Oder einen zweiten Verstärker oder wie auch immer. Also da wird das Signal nur durchgeschliffen und hier wird es im Hochpass technisch bearbeitet, dass er alles, was unterhalb von 80 Hertz ist, wegnimmt. Ja, und hier mit der In-Out, dann könnte man die, kann man die Frequenzweiche ein- und ausschalten. Ist ja auch mal immer interessant. Aber das ist ein Subwoofer, die ist hier, bei mir ist sie jetzt in, also steht auf an und auf 80 Hertz. Der ist sehr laut eingestellt, der braucht hier fast keinen Pegel. Also so mit einem Viertel ist der schon laut genug für den Raum. Ja, jetzt gucken wir uns noch schnell. Ah, ist der schwer. Noch schnell hier die Endstufe selber an. Was haben wir da? Da haben wir hier vorne, steht so im Kopf, der ist auch nicht schlimm. Da haben wir hier vorne, wo ist Licht? Da haben wir hier vorne die Elektrolytkondensatoren drin, 63 Volt, 6800 Mikrofarad, zwei schöne große Elkos, sehen auch noch tipptopp aus, das nach 20 Jahren, also Qualität ist da schon drin. Und hier vorne haben wir dann die Endstufe, hier ist der Lautsprecheranschluss drauf, an dem Punkt, da unten wird er angesteckt, unter dem, also hier kommt quasi der Vorverstärker auf den Verstärkerteil drauf und ja, die andere Elektronik hin sind die zwei
Transistoren, Leistungstransistoren mit zwei Widerständen, zwei Dicken dabei und so weiter. Auf jeden Fall keine SMD-Technik, kann man super reparieren. Die Platine sieht aus, wie als wäre es wie bei einem alten Nobra-Subwoofer von AW1000 oder einem AW75 zum Beispiel. Die hatten auch so Dinger, so braune PCBs. Ja, und dann haben wir hier noch die, das ist ja ein Analogverstärker, das ist kein Digitalverstärker, die normalen Elkos für den Verstärkerteil. Da haben wir jetzt hier 35 Volt, 3300 Mikrofarad, zwei Stück, also 6600 insgesamt. Passt auch, also das Netzteil kommt dann quasi hier drauf. Und dann geht's los. An sich ein sehr simpler Verstärker. Klappt alles wunderbar. Die Dinger sind quasi unkaputtbar. Ich habe mal gesehen, ich glaube irgendwo von, ich sag schon, Monacore gab es auch früher mal so Dinger. Hat dann nur 120 Watt gehabt. Der hat jetzt auch nur 100 Watt. Auf dem Netzteil steht 140 drauf. Also mit 100 Watt macht man wirklich viel. Der Subwoofer erreicht über 100 Dezibel. Ich glaube 101 oder 2 habe ich gemessen im Raum. Und das bei 27 Hertz, also immer noch bei richtig Bass. Also da kannst du nichts falsch machen. Ich kann Ihnen das Ding nur mal ans Herz legen. Die gibt es für 150 Euro ungefähr bei eBay Kleinanzeigen. Können Sie sich mal raussuchen. Das ist wirklich eine, also wer nur einen kleinen Subwoofer braucht, nicht für Kino, und der geht wirklich bei Musik richtig schön sauber, der kann sich da mal einen angucken. Wir werden den mal als nächstes messen. Wenn ich ihn jetzt zusammengesetzt habe, messen wir mal zusammen. Dann gucken wir uns an, was er macht. Ich bin begeistert von dem Ding. Es ist ein simpler Aufbau für einen Bassreflex-Lautsprecher oder Subwoofer. Die Teile halten ewig. Wie gesagt, der ist jetzt 19 Jahre alt. Funktioniert immer noch wie am ersten Tag. Perfekt. Okay, wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie ein Like gerne da. Und es wird immer noch weitere geben. Bald gibt es noch einen SB2000, den ich noch auseinandernehme. Gucken wir uns an, den messen wir dann noch durch. Also es kommen noch ganz viele Geräte. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.